In der Top-Agrartechnik-Redaktion wird immer wieder gern und sehr lebhaft über das Thema ATV oder UTV diskutiert. Die einen fühlen sich in einem Zweisitzer mit Dach und Ladefläche wohl, die anderen schwören auf ein klassisches Quad. Welches Fahrzeug in der Landwirtschaft der bessere Helfer ist, zeigt unser Test. Wir bekamen dazu zwei Allradler vom chinesischen Hersteller CF Moto. Der Ranger 525 holt aus seinen 493 Kubik 32 PS. Das 75 km/h schnelle UTV hat ein Nutzgewicht von 300 kg. Anhängen kann man maximal 1,28 Tonnen. Tür öffnen und einsteigen. Das Handling im Ranger ist dank Automatikgetriebe kinderleicht. Im direkten Vergleich mit dem ATV kommt das UTV etwas eher an seine Grenzen. Das liegt an der geringeren Bodenfreiheit und den kleineren Reifen des Rangers. Außerdem ist er schwerer und hat weniger Leistung als der Terrelander. Bei der Sicherheit liegt dagegen das UTV vorn. Dach und Frontscheibe halten den gröbsten Regen vom Fahrer ab. Und die umgebende Plane hält auch Wind und Regen zuverlässig draußen, vor Kälte kann aber auch sie nicht dauerhaft schützen. Dennoch geht der Punkt für den Wetterschutz klar an das UTV. Größter Vorteil beim UTV ist aber seine Ladefläche. Auf unseren Ranger passte längs eine Europalette, allerdings mit maximal 150 Kilo. Viele Ladeflächen lassen sich sogar ankippen, um lose Materialien schnell loszuwerden. Die Anhängelast beträgt bei beiden Fahrzeugen ungebremst 200 Kilo. Gebremst, wie gesagt, 1281 Kilo. Gut, sowohl für ATV als auch für UTV gibt es mittlerweile eine Menge an Baugeräte. Grundsätzlich muss man hier nicht zwischen den beiden Fahrzeugtypen unterscheiden. Klassiker sind Frontschilde zum Schneeschieben oder leichte Erdarbeiten. Auf dem hinteren Anbauraum erfreuen sich Kleinstreuer großer Beliebtheit. Aber sogar für die Grünlandpflege bis hin zur Bodenbearbeitung bietet der Zubehörhandel fast jedes Gerät. Wirkliche Schnäppchen sind die Maschinen allerdings nicht gerade. Die großvolumigen Klassen der Premium-Hersteller liegen inklusive Zulassung schnell bei 15.000 Euro. Der Ranger mit Dach kostet 8.750 Euro. Schauen wir uns nun den Terrelander 800 an. Er hat 800 Kubik und 65 PS. Also deutlich mehr als der Ranger. Damit schafft er 100 km/h, hat allerdings nur eine Nutzlast von 212 kg. Die maximale Anhängelast beträgt 923 Kilo. Aufsitzen und losfahren heißt es bei diesem Maschinchen. Wirklich komplizierter ist ein ATV auch nicht. Wenn man sich einmal an das Daumengas gewöhnt hat, lässt es sich gut dosieren und man kommt auch mit dem ATV unter allen Bedingungen prima zurecht. Beim Handling leichter Vorteil für das ATV. Im Gelände zeigt dieses Fahrzeug seine Stärke. Mehr Platz nach unten und mehr Power bringen hier den entscheidenden Vorsprung. Wie das UTV hat auch das ATV Allrad- und Sperrdifferential. Allerdings sind die Federn besser. Im Geländetest gewinnt der Terrelander. Was die Sicherheit angeht, herrscht beim ATV Helmpflicht, beim UTV Anschnallpflicht. Unfälle können auf den Quads böse enden. Denn in Kurven können sie schnell umkippen. Hier hatte der Ranger mit seiner Kabine die Nase vorn. Denn klarer Fall, mit dem ATV ist man Wind und Wetter hoffnungslos ausgeliefert. Längere Fahrten bei Regen machen selbst mit wasserdichter Kleidung wenig Spaß. Bei der Nutzfläche hat das ATV einen Gepäckträger vorne und hinten zu bieten. Das war's. Die jeweilige Nutzlast der Gepäckträger ist auf unter 100 Kilo begrenzt. Das Platzangebot ist nicht allzu groß. Gegenstände müssen auf den Trägern verzurrt werden. Während der Fahrt hält sich hier nichts. Die Stützlast liegt beim ATV deutlich unter 100 Kilo. Ein UTV kann etwas mehr Druck auf die Kupplung vertragen. Dafür passen auch hier alle Anbaugeräte. Der Preis? 10.000 Euro inklusive Straßenzulassung. Den ganzen Bericht lesen Sie jetzt in der Top Agrar 4 2013.